Gute! Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Daily hier bei Shogibanogi. Heute haben der Sashi und ich am 14. November haben wir euch wieder das unnützeste Wissen der Welt mitgebracht, aber mit dem könnt ihr richtig angeben draußen. Ach, gar nicht so unnütz. Fang mal an. Okay, pass auf. Ja. Geburtstagskind des Tages. Jetzt bin ich mal auf ist der Charles Mountbatten Windsor. Ja, das ist der Prinz Charles. Richtig. Ja, sag ich doch. Du wusstest, ja, dass der Mountbatten Windsor hat. Ja, bin ja in der Recherche auch mit dabei, deswegen habe ich das irgendwo aufgeschnappt. Also war aufgeschnappt, als du mit dem Kaffeebecher durch die Redaktion gelaufen bist. Ja, Mountbatten, was? Oder was? Das ist das Segelohr, ja, aus England, der genau. Eine da. Prinz Charles, ältester Thronfolger. Ja. Happy Birthday, wie man bei euch sagt, gell? Ja, genau. Nicht alles Gute, sondern Happy Birthday. Happy Birthday. Ja, genau. Heute am 14. November 1946 erhält Hermann Hesse den Nobelpreis für Literatur. Jetzt guckst du aber blöd. Nicht cool, immer so. Ja, achso, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, ja. Hermann Hesse. Hermann Hesse. Du guckst wie Hermann Hesse, deswegen gibt es paar. Oh, egal. Ja. Oh Gott, war der flach. 14. November. Ja. Wie geht's da weiter? Komm. 14. November. Aktionstag ist der Weltdiabetestag. Weltdiabetestag. Das heißt, seit 2007 von Internationaler Tag der Vereinten Nationen aufmerksam machen auf das Thema Diabetes. Heute am 14. November. Ich bock jetzt auf so ein Stück Schokolade. Boah, ich hab voll Bock drauf. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Nee. Egal. Am 14. November 1519 wird der Aztekenkönig Montezuma festgenommen. So. Montezumas ja. Rache. Also, wenn du glaubst, dass es heute unnütz hier das Wissen, ja, dann bist du, hast du ja aber echt. Wann war das? 1500? 1519. Ja. Hey Baby, weißt du was heute vor ganz vielen Jahren war? Jahre 1519. Montezuma, weißt du, hier, klick, klack, Handschellen, ne? Stell dir gerade vor, du wärst gerade an der Bar. Genau. Funktioniert, und dann sagt die andere Frau wahrscheinlich echt. Ja, ich stell mir auch gerade vor, wie du da so sitzt, ne? Und vor dir so eine kleine Dicke mit Pickeln. Und du so, hey, Baby. Ja. Entschuldigung, also ich habe nichts gegen kleine Dicke mit Pickeln. Passt nur zum Christian. So, ja. Heute ist der 14. November und morgen am 15. November sehen wir uns so wieder. Intelligent. Ja. So schlau. So, Cheerio, Miss Sophie.